Dieses Projekt heißt Seltzer Indispensable, the right features for the right market. Und es geht darum, dass wir die Geräte von Seltzer Mixpack, sogenannte Dispenser, untersuchen, also eine Marktforschung darüber machen und schauen, welche Features, also welche Eigenschaften das Kunden wünscht und welche das eventuell weggelassen werden können. Seltzer Mixpack hat eigentlich mehrere Nutzen von unserer Arbeit. Ein einziger Nutzen war, wir konnten mit einer Kundenzufriedenheitsanalyse herausfinden, dass es wesentliche Unterschiede gibt zwischen den pneumatischen und den manuellen Kartuschpresspistolen, was sich wiederum auf die Kundenzufriedenheit ausgewirkt hat. Und wir konnten auch festlegen, dass es sich um einen Nischenmarkt noch immer handelt und Seltzer mit der richtigen Positionierung ihren Markt kann weiterhin ausbauen und so gegen Konkurrenten gewappnet ist im Markt. Wir haben am Ende des Projekts ganz klare Empfehlungen und Vorschläge können geben, wie wir denken, dass wie unser Team denkt, wie Seltzer am besten vorgeht in der Zukunft. Wir können sagen, was strategische Empfehlungen sind, wie es Gerät eventuell ändern soll, was für ein neues Gerät das eventuell machen soll. Und wir haben auch Marketing-Vorschläge können geben. Erfahrungen haben wir sicher viel gelernt, nicht nur ich, sondern eben auch das Team. Wir haben gelernt, wie man mit einer Kundschaft umgeht. Wir haben auch gelernt, mit einem gewissen Druck umzugehen, weil es handelt sich da immerhin um ein Projekt, wo eine Kundschaft etwas dafür zahlt. Das heisst, sie wollen auch etwas geboten haben dafür. Das war sicherlich sehr spannend gewesen und auch, weil wir eigentlich Theorie, die wir im Schulzimmer gelernt haben, jetzt können umsetzen in der Praxis und das so verwirklichen und mal dann richtig anschauen, ob man dann die Vorschläge in die strategischen Entscheidungen mit einbezieht oder eben auch nicht. Es ist sehr schön, dass wir nominiert sind. Ich sehe es eigentlich als eine Art Anerkennung für die vielen Stunden, die wir in das Projekt investiert haben, für die ganze Energie, die wir gegeben haben, um das Projekt gut und fertig zu machen. Und es ist auch schön zu wissen, dass eine objektive Jury da ein gutes Projekt sieht und uns unter die drei Letzten für die Marktforschung gewählt hat. Ich glaube, das wird eine Zeit sein und ein Team sein, wo ich immer sehr gern zurückschauen werde. Und zwar deshalb, die haben mit einem Ball, den man ihnen zugeworfen hat, was anfangen können. Die haben angefangen zu spielen mit dem Ball. Und es ist einfach sehr inspirierend und sehr konstruktiv gewesen, jedes Coaching. Der Nutzen für uns war sehr gross gewesen. Das Projekt hat sehr eindrücklich aufgezeigt, dass unsere Stärke und Schwäche von der Produktlinie ist in den beiden Märkten USA und Europa. Wir werden Lösungsoptionen ausarbeiten und entsprechend reagieren. Also die ganze Arbeit ist Basis eigentlich für uns, um Entscheidungen zu treffen, wie es mit der Produktlinie weitergeht.